Oh mein Gott, Leute, wir gehen gerade Richtung Weltall. Das ist no joke. Oh mein Gott, ich bin im Weltall. Ich habe die Ozonschicht durchstoßen. Ich bin im Weltall. Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mit dabei ist der liebe Tobi Escation. Tobi, Alter, was geht? Yo, long time hi. Long time is it her, oder? Also, ja. An der Stelle, meine Freunde, versuchen wir... Ja? Ja, gut, meine Freunde. Erstmal, willkommen zu Season 10. Ja, ihr habt wahrscheinlich richtig Bock drauf. Die Roboter. Die Roboter, absolut arschgeile Nummer, die Epic Games da reingepatcht hat. Da haben wir alle eine Menge Spaß und es ist einfach nur richtig, richtig nice. An der Stelle, Tobi, kannst du mal eine Creative-Insel von dir laden vielleicht? Wo? Ja, ich frage mich das auch irgendwie. Also bei mir ist... Ja, aber warte mal, ich sag mal so. Hier sind keine. Weißt du, hier hinten vielleicht. Vielleicht kann man das hier ändern zu so einer eigenen Insel. Das ist ein neuer Creative-Glitch. Man hört ja sogar den Sound davon. Warte mal. Ich glaube, ich restart einfach nochmal die Lobby. Season X, Alter. Mega cool. Mega nice Season X. Wir werden heute was ganz Besonderes versuchen. Und zwar möchten wir uns heute mal die komplette Season X-Map aus dem Weltall heraus anschauen. Es gibt nämlich einen kleinen Bug im Creative-Mode, wie man quasi wirklich so hoch kommt, meine Freunde. Ihr wisst, Fobi und ich wollen immer ganz hoch hinaus in Fortnite, wie man bis dato noch nie gekommen ist. Was Hello heißt, man guys, kann my die... Name is Booger. Tobi, du bist nicht Booger. Tobi, Booger spricht wirklich... Tobi, entspannt dich jetzt erstmal. Tobi, bitte entspann dich, okay? Und wir gucken... Junge, das ist auch nicht unterhaltsam. Also lass es einfach sein, okay? Tu einfach so, als hätte ich nicht gehört. Und wie gesagt, dann werden wir versuchen quasi die komplette Map mal von oben zu betrachten, meine Freunde. Wir nehmen jetzt einfach mal hier die Who's Your Daddy Map, weil why not? Ich meine, ganz ehrlich, da passt das schon an der Stelle und ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal ganz rüber bis zum Zonenrand, denn das ist erst, was wir machen müssen. Wir müssen erstmal einmal bis rüber zum Rand kommen. Hier sind wir am Rand quasi, meine Freunde. Und wir können jetzt quasi hier außerhalb... Oh, ich glaube, ich habe verkackt. Revi, Tobi, ich kann... Also, okay, ja. So easy ist das, genau. Sobald ich quasi hier bin, verliere ich direkt meinen Creative-Modus, ne? Genau das Problem, was wir quasi jetzt hier umgehen möchten. Das haben wir jetzt damit geschafft, indem wir jetzt quasi einmal hier bis zum Zonenrand gebaut haben. Jetzt, meine Freunde, brauchen wir tatsächlich einen Einkaufswagen, ja? Was machst du hier? Sorry, mach weg. Geht nicht. Hey, warte mal. Okay. Kompletter Creative-Mode. Immer noch nach wie vor verbuggt. Okay, warte mal, ich guck mal ganz kurz. So, da haben wir ihn. Wo ist er denn? Einkaufswagen, da ist er. So, dann rüsten wir den einmal aus, packen einen hier hin, packen einen dahin. Jetzt nehmen wir uns quasi diesen Einkaufswagen, ja, fahren den einmal hier. So, ganz vorne zurück hier. Achtung, Rückwärtsgang, Entschuldigung. Wie auch immer so den Kopf da hinten. Ah, Entschuldigung, so. Und dann bringen wir den einmal bis hier zur Border ran. Lass den anderen mal drin, Tobi, ja. So, wir schieben den jetzt bis hier so ran, oder? So ja, ungefähr. Ein bisschen noch. Nee, es passt schon so, glaube ich, oder? Ein bisschen noch, würde ich. Noch ein bisschen? Okay. Nee, wir schieben den einmal so ran. Jetzt ist das Ding, ihr seht, dass wir den jetzt quasi hier auswählen können, ja. Und wenn ich natürlich jetzt dagegen laufe, dann ist das ja wie bei einem Einkaufswagen, meine Freunde, ne? Man schiebt den ja so ein bisschen, wenn man jetzt quasi da rangeht. So, wenn man jetzt halt fahren drückt, dann schiebt man den da. Das heißt, wir müssen jetzt quasi Folgendes machen. Wir müssen das jetzt deleten, gleichzeitig versuchen, das Ding zu fahren und irgendwie nach vorne bringen. Das wird natürlich ein bisschen schwierig, weil man es halt ein bisschen timen muss. Oh, aber du hast es geschafft. Ich hab's geschafft tatsächlich, ja. Und er kommt wieder. Genau. So, wir glitschen jetzt hier so ein bisschen rum. Das ist schon mal der Beweis, dass es funktioniert hat, weil normalerweise funktioniert das so nicht. Jetzt, meine Freunde, schiebe ich dir noch ein kleines Stück nach vorne. So. Du musst dazu mich sagen, jetzt, dass sie normal hier, kaputt gehen, wenn man die Border fährt. Deswegen muss man den da so durchglitschen. Ah ja, guck mal hier. So, wie komme ich jetzt nach vorne? Nochmal. Achso, genau. So, jetzt bin ich vorne im Einkaufswagen drin. Das brauchen wir für gleich. Aber das Wichtigste ist erstmal, dass wir ein bisschen was an Items brauchen. Und zwar muss ich mich jetzt hier an die Border stellen. Warte mal ganz kurz. Und wir brauchen nämlich eine Menge Rift to Go's, Alter. Die spawne ich jetzt einfach so lange, bis sie außer der Border liegen. So, und alles andere. So, dann nehme ich mir jetzt hier mal, genau, ihr seht nämlich, wenn man hier durchgeht, guck mal, ich verliere nämlich meine Items. Aber durch diesen kleinen Bug kann man das ganz gut machen. Schmeiß mir nochmal ein paar Rifts durch, Tobi, von der anderen Seite. Klar. Dann kann man sich nämlich damit quasi ganz einfach die Sachen über die Border hinweg mogeln. So, ich gehe jetzt hier vorne rein, Alter. Ballons erstmal erst ausrüsten. Ganz drei gut. Ballons und den Rift. Oh, ich bin mit. Jetzt sind meine Ballons aber weg. Ich muss mal nochmal versuchen. Dafür haben wir den zweiten Einkaufswagen hier. Ich nehme jetzt einfach alle meine Ballons und fliege einfach mit den Ballons hoch. Ich glaube, das geht nämlich auch. Also, vielleicht. Warte mal. Ah, nee, ich fliege jetzt aber zurück in die Skybox. Nein! Nein! Warum fliegt man mit dem Einkaufswagen nochmal? Wieso? Nee, das war nämlich jetzt, weil die Skybox da oben nämlich gewesen ist. Das ist nämlich das Problem, was wir ein bisschen umgehen müssen. Genau, wir müssen nämlich das Problem mit der Skybox umgehen, meine Freunde, weil man kann mit dem Ballon so bis zu einer bestimmten Höhe fliegen, weil dann die Skybox oben poppt. Das haben wir aber nur innerhalb dieser orangenen Zone und nicht außerhalb dieser orangenen Zone. Deshalb versuchen wir es einfach nochmal. Also ihr seht, meine Freunde, es ist natürlich nicht so intended, dass man das machen kann. Es ist natürlich nicht gewollt, aber es gibt den einen oder anderen Weg, das zu achieven. Okay, Tobi, gib mir mal die Rifts. Leute, ich glaube, ich habe es endlich hinbekommen. Okay, zuerst die Ballons, dann die Rifts, ne? Ja. Setz mich vorne rein. Ballons, 1, 2, 3, 4, 3. Okay, nevermind. Und dann den Rift. Oh mein Gott, ich fliege immer höher. Echt jetzt? Ich fliege immer höher. Hat's geklappt?
Oh mein Gott, okay, oh Leute. Oh mein Gott. Es hat endlich funktioniert. Es ist echt, wirklich, es kommt hundertprozentig aufs Timing an. Es ist wirklich, man muss einsteigen, also quasi E drücken, dann das Ding gleichzeitig Creative wegmachen und das Ding nach vorne pushen mit W. Wenn man das Timing ganz genau richtig hinbekommt, meine Freunde, fliegt man immer höher. Und oh mein Gott, Leute, wir gehen gerade Richtung Weltall. Das ist no joke. So hoch war noch keiner. Und wir werden jetzt gleich die komplette Fortnite-Welt von ganz oben sehen. Aber von ganz oben, Junge, Alter. Wie weit ungefähr? Ey, Tobi, ich kann's dir schon nicht mehr sagen, Alter. Ich sehe auf jeden Fall, deine Insel ist jetzt schon richtig, richtig klein. Wie hoch bin ich bei dir? Hey, Digga, bei mir bist du. Also, ich bin jetzt bei dir gerade. Ich bin gerade neben dir. Hä, was? Wie? Ach, du bist am Spectaten oder wie? Nee. Hä? Du fliegst bei mir gar nicht so hoch. Ach so, stehe ich gerade unten bei dir oder was? Oh mein Gott, Leute, wie okay. Weit bist du? Siehst du ganz, ganz weit oben? Ich bin ziemlich weit oben, Junge. Ich bin ziemlich krass weit oben. So weit sehe ich dich nicht. Okay, Leute, lass uns mal schauen, ob wir hier irgendwas über vielleicht neue Updates oder so herausfinden können. Wir sehen hier immer hier die Inseln außenrum und viele Leute fragen sich ja immer, was sind die Inseln außenrum? Hier vorne sehen wir Pleasant Park, da vorne sehen wir das alte Tilted. Kommen eventuell noch neue Inseln? Das ist die große Frage, die wir uns alle stellen. Und man sieht jetzt hier so langsam, meine Freunde, dass sich auf dieser Erde hier irgendetwas vielleicht sogar entwickeln mag für Season 10 und weiteres. Denn, meine Freunde, eine Sache, die auf jeden Fall gewiss ist, bei Season 10 werden eine Menge Sachen aus den alten Seasons wiederkommen. Sprich, jetzt ist das hier schon mal zurück und es werden noch sehr viel mehr Sachen zurückkommen. Eventuell wird sogar tatsächlich die alte Factory unten zurückkommen im Schneegebiet und so weiter und so fort. Also es soll ja so sein, dass diese Season tatsächlich ganz viele alte Teile der Map zurückbringt. Und man kann sich ja nur ansatzweise vorstellen, meine Freunde, wie riesig dieser Berg hier vorne ist. Oh mein Gott, Tobi, ich schwöre dir, ich sehe jetzt schon die Wölbung der Erde, ne? Also? Ich sehe jetzt schon die Wölbung der Erde. Auf in den Mond, Alter. Ey, Leute, Alphastein hatte recht, man kann wirklich zum Mond steigen dieser Season, ja moin. Okay, was passiert, wenn ich hier raus... Ich gehe erstmal so hoch, wie ich kann, oder? Ja, mach nicht chill. Bis Alter Ende ist also, Schwede. Bis du höher kannst. Oh mein Gott, was geht hier ab? Wie hoch bin ich bitte? Du siehst Leo, schau mal. What the f***? Junge, Digga, wir sind gleich im Weltall, Alter. Okay, Leute, das ist crazy. Das ist geisteskrank, Mann. Leute, darauf erstmal ein gutes... echt aufhören. Ich hätte mir dieses Ding niemals kaufen sollen. Okay, Tobi? Ja? Ich bin jetzt ungefähr, noch nicht mal, ich bin jetzt auf zwei Drittel, du siehst doch diesen ganz fetten Berg, oder? Ja. Dieser ganz große, hinter der Maininsel quasi, wenn du da drauf guckst, weißt du? Den seh ich. Wenn du dich jetzt umdrehst, Richtung NO, ist so ein Berg, so ein ganz fetter. Ich habe keinen Kompass. Echt nicht? Nee, du bist da draußen, ich glaube, du hast den nur. Ah, okay. Never mind. Dieser Berg ist auf jeden Fall so hoch, Digga, dass ich jetzt unter der Spitze des Berges. Alter, was? Wie hoch ist dieser Berg, Leute? Da kann man sich mal vorstellen, was eventuell... Oh mein Gott. Also ganz ehrlich, Digga, was kommt denn hier noch? Ey, Junge, ich sehe gerade die komplette Erde in Fortnite von oben. Was passiert auf diesem Berg, Digga? Der erinnert mich echt so an Mount Chiliad von GTA. Kennst du ihn? Ja, Mann, Digga, mit Seilbahn runter. Junge, mit Seilbahn und mit Fahrrad, Alter. Ja, beste Mann. Leben. Ey, Leute, ich schwöre euch, ich bin gleich im Weltall. Ich mache hier gerade eine Raketenmission ins Weltall, Tobi. Stell dir vor, du bist im Weltall und dann ist da auf einmal was. Oh mein Gott, stell dir mal vor, ich sehe jetzt einfach irgendwas im Weltall, Junge. Alter. Okay, ich bin jetzt auf jeden Fall höher als der Berg. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Aber der Berg ragt ja dann quasi bis in die Fortnite-Ozonschicht, Alter. Also ich bin ehrlich, meine Freunde, ich kann jetzt hier auf jeden Fall außerhalb der Insel nichts entdecken, was spannend sein könnte. Es sind immer die gleichen Texturen tatsächlich außerhalb dieser Inseln. Aber wer weiß, warum dieser Berg so unglaublich... Ich meine, guck mal, dieses ganze Ding da drumherum hier, diese ganzen kleinen Inseln und Kontinente, ja, die sind ja ultra hässlich texturiert. Aber dieser Berg, meine Freunde, hat eine richtige, anständige Fortnite-Textur. Warum? Keiner weiß es, keine Ahnung. Aber ich kann auf jeden Fall jetzt schon sagen, meine Freunde, die Erde ist rund. Und das ist ein ganz wichtiger Fakt, Alter. Tobi, wir sind Wissenschaftler, Junge. Die Erde ist nicht flach. Ja, also... Weil sie also, ja rund ist. Nee, also, warte mal. Sie sieht jetzt ziemlich flach aus tatsächlich, aber Nein. Sie hat Rundungen. Guck mal bitte, wie krass klein diese Battle Royale Insel ist im Vergleich zu allem drumherum. Ey, wer weiß, vielleicht, meine Freunde, aber auch nur ganz, ganz vielleicht. Ich meine, klar, die ganzen Creative Inseln, die liegen um die Battle Royale Insel rum. Die Spawn Insel seht ihr hier vorne auch rechts Richtung SW, hier direkt unter mir. Aber wer weiß, was eventuell noch auf die Map draufkommt, Alter. Also Season 10 ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Wegbereiter dahingehend, was eventuell noch passieren mag. Okay, Tobi, ich bin gerade so hoch, Digga, und es geht immer noch weiter. Digga, mach, ich weiß nicht, eigentlich solltest du AFK essen gehen und dann einfach fliegen lassen. Was ja, stimmt. Fortnite ich sagt hab mein man? Essen hier. Also, ich hab mein Essen hier, Leute. So. Und dann würde ich sagen, melde ich mich gleich einfach nochmal zurück an dem Punkt, wo es dann nicht mehr weitergeht. Bis dann, ich gönn mir mal was zu essen hier. Alter. Okay, Leute, ganz kurz hier aus der Snackerie, aus der Mittagspause zurück. Wir sind jetzt gleich oberhalb der Ozonschicht. Also Fortnite hat tatsächlich, und das ist kein Joke, eine Atmosphäre. Was? Ich sehe gerade links und rechts von mir so Wolken, die so kaskadenförmig, also quasi so wie eine Halbkugel, komplett um die ganze Fortnite-Erde rumgehen. Aber stell dir mal vor, warum haben die das? Das sieht man doch nicht. Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, ich bin im Weltall. Ich habe die Ozonschicht durchstoßen. Ich bin im Weltall. Leute, ich bin im Weltall.
Okay, wie hoch geht das noch? Wie hoch geht das noch? Schau dir mal diesen Berg an. Der ist komplett geterraformt. Echt jetzt? Maybe passiert da irgendwas noch, weil alle anderen Inseln das hier vorne sieht aus wie, diese ganzen Inseln sehen aus wie Lungen, Digga, nach 10 Jahren Rauchen, Alter. Komplett zerfressen. Aber das Ding hier, das hat eine Textur. Nochmal hier ganz kurz zurück. Ihr seht, das Ding hat wirklich eine Atmosphäre, diese komplette Halbkugel, die ich hier gerade sehen kann. Also, es ist, ich meine, ich kann mich jetzt hier nicht bewegen. Das heißt, ich kann nicht sagen, was eventuell auf der anderen Seite ist von dieser Insel, von dieser riesigen Map hier quasi. Vielleicht ist da gar nichts mehr drunter. Vielleicht geht es aber tatsächlich auf der anderen Seite nochmal als Halbkugel weiter und auf den anderen Seiten des 360-Grad-Dings. Vielleicht ist es aber einfach nur eine Platte. Leute, das Rätsel, ob die Fortnite-Erde flach oder rund ist, weiß man bis dato noch nicht. Aber eine Sache weiß ich auf jeden Fall. Ich steige immer noch sehr viel höher. Wisst ihr was? Ich werde mich jetzt wirklich mal 10 Minuten meinem Essen hier widmen, ja? Ganz leckere Geschichte. Lecker Nudeln. Und dann schauen wir mal, wo ich dann gelandet bin. Und dann springe ich mal raus und guck mal, was passiert. Vielleicht platzt mir der Kopf von dem Unterdruck. Keine Ahnung, Alter. Stell dir mal vor, ich fliege jetzt einfach in das Entwicklerzimmer von Epic Games rein. Ah, also da plötzlich, machen die es immer, ne? Plötzlich bin ich in dem Büro drin. Oh. Ah, egal. Bis gleich. Okay, ich kann gerade auf jeden Fall sehen, sorry, dass ich mich wieder nicht nach 10 Minuten gemeldet habe, sondern sehr viel früher. Es wird gerade Nacht auf der Fortnite-Insel, oder Tobi? Ja. Und ich kann sehen, wie die Sonne ganz, ganz seltsam aufgeht. Das da unter mir, ihr seht das hier mit dem Schnee, das ist die Battle Royale-Insel. Das heißt, ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie hoch ich gerade bin. Das ist die Battle Royale-Insel. Was passiert, wenn ich das 4 Stunden lang laufen lasse? Wo bin ich dann? Wie klein wird das, Leute? Ich warte es einfach nochmal ganz kurz. Okay, Freunde, Essen hat gemundet. Ich bin auf jeden Fall so hoch, glaube ich, wie noch keiner war. Also es ist hier oben komplett schwarz, Tobi. Ich versuche jetzt mal auszusteigen, okay? Tobi, ich versuche jetzt auszusteigen. Ich bin einfach wieder hier gespawnt. Naja, wow. Gut, Leute. So viel auf jeden Fall zum Weltall. Ja, was hast du gebaut? Was hast du gebaut? Tobi, yeah. Hast du das jetzt die ganze Zeit gemacht? Ja. Alles klar. Meine Freunde, ich würde sagen, das war's von diesem Video. Wie gesagt, wir haben leider nicht sehr viel mehr über Season X herausfinden können oder was noch kommt. Aber dafür kann ich Tobis Schwanz einmal an der Stelle abreißen. Das war's von diesem wunderschönen Video. Schaut auf jeden Fall gerne mal bei Tobi vorbei, wie er versucht, den Fortnite-Penis zu bauen. Wenn ihr das auch bereits ausprobiert habt und irgendwas herausgefunden habt, meine Freunde, schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare und lasst mir gerne, wie gesagt, einen Daumen nach oben da. Creator-Code Gewinnzeit. Und falls sich jetzt irgendwer aufregt, meine Freunde, das Ding ist von Retaliate, ja, das habe ich auf seinem Kanal gesehen. Der Mann ist natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt. In diesem Sinne, meine Freunde, lasst einen Daumen nach oben da. Das war's. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Also, tschüss, Leute. Ne? Auf Wiedersehen.